Wenn der Islam privat gelebt wird, ist er nicht gefährlich. Wenn der Islam sich in der Politik und in der Gesetzgebung einmischt, in der sozialen Ordnung, dann wird er gefährlich, denn der Islam ist nicht zeitgemäß und hat mit dem 21. Jahrhundert, wie ich finde, nichts zu suchen. Meine Mutter hat mich gebeten, das Buch nicht zu veröffentlichen, weil sie Sorgen hat, dass mir etwas passiert. Ich sage es hier und jetzt. Er behauptet noch immer, ein Muslim zu sein. Er muss als Abtrünniger getötet werden.